Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Smash Bros. 4. Mein Name ist LockerZ und in der letzten Folge haben wir, was war das? Ein paar Missionen haben wir, glaube ich, erledigt. Und ja, da war eine ziemlich schwierige dabei. Und ja, wir werden nicht bei den Missionen weitermachen, denn ich glaube, mit Yoshi sollte ich mal einen klassischen Modus ausprobieren. Denn ich habe da was gesehen, was ich unbedingt freischalten sollte und so. Und ja, jetzt darf ich mal das gelbe Yoshi, das Ganze da, ja, versuchen, ob das funktionieren könnte oder auch nicht. Und ja, schauen wir mal. Stufe 9. Los geht's. Puh, das wäre jetzt eine spannende Suche. Hui. Übrigens, wenn das Video rauskommt, ist wahrscheinlich schon das neue Jahr, also wahrscheinlich schon eine Zeit lang. Und ja, irgendwelche Neujahrsvorsätze, also ich bin mir selbst noch nicht sicher, weißt du, ich bin noch im alten Jahr und ich habe mir noch nicht ganz speziell was vorgenommen, aber schauen wir mal, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein dazwischen, aber ich habe jetzt keinen wirklichen Vorsatz. Naja. Irgendwann kommt's schon. Auf jeden Fall, dieser Kampf hier. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wer mein Hauptziel ist. Egal. Dann ist mein Hauptziel gewinnen. So einfach ist es. Hab's das Schild gebrochen. Und ich bin tot. Nett. Na gut. Aber nette Musik vom Sonic. Aua. Okay. Toon Link hat's wahrscheinlich, ja. Schon irgendwie draufgegangen. Wow. Okay. So früh möchte ich jetzt doch nicht sterben. Ah, das gibt's ja nicht. Was ist mit euch? Die Hand bringen mich da um. Das Glurak will mich ganz speziell töten. Und Mario mit einem Hinterhalt. Das gibt's ja nicht. Die wollen mich alle umbringen. Okay, aber jetzt. Einer ist weg. Ich bin stunned. Ah, das geht mich nicht. Oh! Gefährlich. Wahnsinn. Jetzt muss ich mir durchschnaufen. Bist du deppert. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Oder so ähnlich. Teamkampf? Einen? Okay. Das muss natürlich Mario sein. Also, wenn ich da nicht Mario wähle, dann wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig. Drei Teams. Auch nicht schlecht. Übrigens, falls jemand noch nicht weiß, bei dem Spiel kann man ja vier Teams auswählen. Weißt du, seitdem, dass man acht, wie sagt man es? Acht Kämpfer gleichzeitig auf dem Bildschirm haben kann, ist das jetzt möglich und ja, das ist cool und das passt. Und ich wäre niedergekommen, das ist ja Wahnsinn. Oh, oh, das wie. Oh, oh. Irgendwas nicht sehr schönes, glaube ich, geht gerade vor. Ich bin mir aber nicht sicher. Komm her! Pummeluff, töte mich nicht! Ich bin zu jung zum Sterben! Ah, damn! Oh! Was ist passiert? Ich warte lieber. Hit, setz dein Ding ein. Ah, oder nicht? Ja, dann stirb mit deinem Ding. Und mein Teampartner hat irgendwie mirakulös überlebt. Okay, sage nicht nein dazu. Sehr geil. Okay, Rivale ist da. Sehr schön. Ja, dabei passt's noch.
außer wenn sowas passiert. Teamkampf? Oh oh. Oh, das ist eben das, was ich jetzt gerade vorher war. Ike, hilf mir mal ganz kurz. Also, das, was ich erklären versucht habe. Also, das mit die vier. Ah, damn. Mit die vier Teams. Also, ich bin gerade übrigens auf der Suche nach Crazy Pässen, weil. Das sind doch 5000. Okay, da bin ich. Was der immer zuerst klar werden, wo stehe ich eigentlich? Okay. Achso. Ah, na. Moment. Wer ist mein Teampartner? Achso, da drüben, Ike. Weil derzeit sehe ich alles als Feinder. Haben wir ihn getötet? Das wäre cool. Ah, ich will noch nicht sterben. Oh, jetzt hätte ich fast Luigi erwischt. Und das sind ein paar solche Items. Ärgerlich. Ah! Das war Rosalina, oder? Okay, wie schaut's aus? Ike, Duck Hunt und so. Hat noch nicht sehr viel Schaden. Und Luigi. Oh Gott. Ike, kümmert dich mal ein bisschen drum. Ich hab was gehört, aber ich bin mir nicht sicher, was das war. Oh, Ike ist schon tot. Oh, da kannst du ziemlich viel Items. Also, Items, die er besser nicht haben sollte. So wie dies da. Boah, ich hab's abgefangen. Okay. Ach, hab ich ein Glück. Das meins. Mir wurscht, was ich sag's. Okay, einer weg. Und der zweite weg. Muss jeder Kampf so knapp sein? Das wäre mir sehr recht, wenn das nicht mehr so ist. Was bist du des Wahnsinns? Ah. Okay, Rosalina als Rivale ist down. Dark Pit ist down. Und ich getötet habe eigentlich nur Rosalina. Und so ein paar andere Sachen. Na gut. Falco? Wir zwei müssen jetzt einen Kampf machen. Schauen wir mal. Falco, stark unten. Ah. Okay. Das ist mal ein lustiges Dings. Sehr viel lustige Special Moves. Ich weiß zwar noch nicht, wie die funktionieren, aber irgendwie geht schon. Oh, was ist das? Die dunkle Samus. Kümmert dir. Wow. Das kann man reflektieren. Frechheit. Ah, okay. Ah, hätte das Block, dann hätte er. Achso, das wird er wahrscheinlich zurückstoßen. Bye bye. Der Käfer. Okay, das war jetzt einfach. Ein Schubschirm. Nett, nett. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber. Da vorne ist ein Ike. Und ich persönlich stehe es mir nicht so auf ein Ike. Also als Gegner. Als selber spielen ist ganz okay. Besonders im Multiman Smash, da ist der Ramp auf. Das ist ein Wahnsinn. Da brauchst du stark oben, egal welche Attacke das machst, der killt. Deswegen, ja, ich bin gerade sehr vorsichtig unterwegs. Und schau, dass ihn irgendwie auf dem frischen Fuß erwischt, aber es funktioniert nicht. Wenigstens hat er einen Pokéball weggeschmissen, aua! Okay.
Komm her. Ah, die Items schon wieder. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund mag ich die Items nicht, also die einsammelbaren. Also, die sind so, so deppert. Au. Ich hol's mir lieber, bevor's der Eich sich schnappt. Und dann plötzlich alle drei hat. Weil dann bin ich wahrscheinlich tot. Wenn das passieren sollte. Hab sie? Ja, ich hab's. Okay. Passt, wenn ich seins erwischt, dann ist er wahrscheinlich auch. Ah, die Musik ist aber nicht. Erwischt. Ja, war recht simpel. Und ein Haufen Custom Moves sind in letzter Zeit hier. Ich weiß nicht warum und so, aber. Kommt mir gerade so persönlich vor. Naja, ich brauche erzählen, ich habe eh viel zu wenig Custom Moves, was das betrifft. Oh, gar kein Ding. Okay, Geld. Yeah! Geld oder Gold oder so. Ja, genau, bei 5000 Gold ist ja doch ziemlich brutal, was das betrifft. Und ja, deswegen möchte ich gerne einen Crazy Pass haben. Und die Leiter töten, das ist ja Wahnsinn. Warum geht das nicht? Oh, jetzt hätte ich mich fast selbst umgebracht. Wow, okay. Plötzlich rollt ein Fass daher. Sachen gibt's. Eigentlich will ich das Item da drüben haben, aber die Koms lassen mir nicht gescheit rüber. Ah, jetzt schon. Ja. Okay, na, ich glaube, das war jetzt gerade ein guter Kampf. Weil, oh Gott. Ich bin fertig und ich habe nur 2 Leben. Okay. Das war das. Runde 6 auch gemeistert. Ah, jetzt zum schwierigen Teil. Aber mit Yoshi habe ich eigentlich nicht so viel Angst. Ist das ungewöhnlich? Ich weiß nicht. Gegen Meisterhand und Crazy Hand. Aber wir werden den Sieg anstreben. Hoffentlich funktioniert das dieses Mal. Weil mit Yoshi, Yoshi hat schon ziemlich gute Luftattacken, was das betrifft. Nur braucht jede von Yoshis Luftattacken eine gewisse Zeit. Was halt doch wieder nicht gut ist. Ah, die Attacke. Komm nicht gescheit. Was? Noch eine Runde? Aber. Ah, die Karten des Schicksals. Oder so ähnlich. Wow, jetzt hätte es mich fast umgebracht. Aber. Nicht ganz. Nicht ganz passt. Puh, okay. Los geht's. Oh, hat passt. Da, ah, mein Schild. Ja, bitte nichts Starkes. Ja, das hat passt. Ah, sehr gut. Ah, damn. Okay, das war nichts. Ah, hat mich ergriffen. Das ist ein Wahnsinn. Halt hol das irgendwie mit den Griffattacken. Okay, bin aus der Wiche. Das hätte jetzt vielleicht kritisch ausgeschaut, aber jetzt gegen den. Aber
Ah, what? Ja, ich hab jetzt nicht gedacht, dass er mich erreicht. Da auch nicht. Wahnsinn. Na gut, kriegst du mal gescheit rein. Aber schneller ist er. Auf Stufe 9 und so ist er schneller. Ja, eindeutig. Er bringt mehr Attacken in kürzerer Zeit aus und... Oh, was ist das Ding? Das war knapp. Zu knapp. Das ist nicht gut. Und haut wahrscheinlich Fist dazu auch noch. Und so weiter. Ich glaube, das muss ich nicht alles erklären. Oh. Zu jung zum Sterben. Jawohl. Hahaha, oh, allem aus der Wich. Oh Gott. Oh Gott. Deutlich jung zum, zu jung zum Sterben. Oh, bist du des Wahnsinns. Au. Aua. Okay. 9 ist zu hart für mich. Noch zu hart. Für das muss ich noch trainieren. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Dumme Schwerter, stirb. Okay, nice. Willkommen zurück übrigens. Und ja, ich hab's gerade über die Schwerter geschafft und das ist relativ gut, wie man sehen kann. Und ja, alles was jetzt noch fehlt, ist dieses kleine Yoshi-Teil hier. So was. Bunte Regenbogeneier außerkotzt oder so ähnlich, und das ist lustig, was der weiß, ist bunt und so. Na, kommst du her? Das gibt's hier nicht. Ein Treffer noch, ein sauberer Treffer und das passt. Genau sowas. Yeah! Aber wie ihr wisst, das ist noch nicht vorbei. Also, außerdem ist, wenn man zu schnell das Ganze macht, da ein kleines Schutzschild. Also, ja, ein bisschen warten kann man. So, jetzt hol ich mir den zuerst. Dann das. Okay, passt. Dabei ist es noch okay für mich. Wie schaut's bei euch aus? Hä? Wie hat diesmal Schaden zugefügt? Bin mir nicht sicher. Na gut. Wenn der Gegner nicht kommen will, dann braucht er nicht kommen. Oh ja. Aua. Aua. Noch nicht übermütig werden. Das ist alles okay. Ah, ah, Gott. Lieber töten. Okay, okay. Runde 1 ist gut. Und ich habe noch mehr Herz. Okay, Herz verschlingen und weiter geht's. Den bin ich auch aus, da habe ich. Okay. Also, wenn es so weitergeht, dann passt es. Ah, wenn Yoshi nicht so gut war in seine Luftangriffe, das ist ein Wahnsinn. Dann werde ich wahrscheinlich viel schwieriger das Ganze haben. Okay, okay, passt. Hopp, wir werden Deckung gehen. Best down. Huh, jetzt wäre ich fast selbst reingegangen. Alles down? Okay. Ist doch enough. Den zuerst. Sehr nice.
Schaut gut aus. Kann ich es von da aus treffen? Ja, ich kann. Weil dort erscheinen noch ein paar Gegner, die was nervig sind. Und das. Oh oh. Lieber auf Nummer sicher gehen. Also, ich bin eh schon nervös. Jawohl, ich hab's geschafft. Aber das war's jetzt, oder? Ja, okay. Den Teil, den kenne ich. Ah, das ist gut. Und du musst sterben, weil du hast so oft umgebracht. Das ist ein Wahnsinn. Ah. Okay, wir haben es geschafft auf 8.5. Und wir haben einige Sachen verloren, leider wieder. Aber das meiste davon waren Trophäen und ein bisschen Gold. Und ja, die Zeitbombe. Die Zeitbombe. Naja, egal. Wir haben nämlich auch noch einen hohen Sprung gekriegt. Hoher Sprung? Statt B oben wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich eine super Technik für Yoshi. Aber vielleicht schauen wir uns das Ganze mal ein anderes Mal an. Ach Yoshi, schön, wie du so herumläufst, sogar auf deinem, auf deiner Trophäen-Ausführung und so. Voll mal. Na gut, und wie üblich werde ich jetzt versuchen, ein bisschen was vor dem Bild dort freizulegen und wir sehen uns dann beim fertigen Bild oder fast fertig, je nachdem, ob ich schaffe oder nicht. Okay, Yoshi, ich glaube, wir haben es geschafft. 100%. Nice. Perfekt. Geil. Oh, nettes Video. Irgendwie gefallen mir die Videos da am Schluss so gut. Ich weiß nicht warum, aber die sind so toll. Und da haben wir Meilensteine. Auch der Grund, warum ich das Ganze mit Yoshi gemacht habe. Nämlich Meister Classic Modus mit Yoshi. Und ja, das haben wir jetzt. Super, gell? Was ist das? Mario und Yoshi. Nett. Okay. Oh. ja, Meisterstücke, das werde ich niemals herzeigen wahrscheinlich, aber ja, wir haben jetzt alle. Das ist das Gute dran. Und ja, damit würde ich sagen, wir sind fertig im Prinzip, also mit der heutigen Folge. Damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und wenn euch das Video da gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über Likes freuen, also es hilft mir sehr, sehr viel. Und ja, vielleicht machen wir dann beim nächsten Mal was anderes, also ich hab schon einen gewissen Plan. Aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal und vierte.